Hey, wo sind wir mit einer weiteren Folge von Pokémon Super Mystery Dungeon? Ja, wir sind wieder hier und werden heute zum Glitzerberg gehen, oder wie das auch immer heißt. Und ja, wir haben letztes Mal hier einen sehr langen Text gehabt und Willi ein bisschen die heile Welt zerstören und, naja, eventuell angedeutet, dass sie zu stürmisch ist. Aber gut. Und deswegen dürfen wir heute uns nicht mit Willi fortbewegen, aber ich ganz ehrlich, Willi ist ein bisschen nerviger, begleitender der nervende Person. Aber gut, wir dürfen uns heute mit Psiao und Seso Kids fortbewegen, was nicht schlecht ist. Deswegen mache ich erst... Oh, ich wollte das nicht machen, sondern ich wollte das hier machen. Items... Ich wollte Teambesprechung. Wo haben wir das denn? Hier. Teambesprechung? Hallo? Tataktik wählen. Wie auch immer. Wir sind ein Team. Genau, das war das. Okay. Was ich haben wollte. Und wie schaut es mit den Attacken aus? Muss ich die einstellen oder ist das schon alles schön eingestellt? Kratzer, Bezirzer. Ich glaube, das macht... Doch, das macht Schaden tatsächlich. Weiß ich nicht. Und das Tackle, Doppelkick und Synthese darf ich dir erlauben. Das erlaube ich dir. Das erlaube ich dir, Seso Kids. Du kannst dich selbst heilen. So. Oh, Abenteuer. Das ist ein Schiebenteuer. Wait, sind das die Zipperl? Stärke plus X. Je mehr gleiche Zipperl in einem Steck, was ist, desto größer die Wirkung. Wird er im aktuellen Dungeon als Item aufstecken. Ringel. Okay, das ist also ein Zipperl und das ist quasi zerstört und... Ich weiß nicht, was uns der Staub bringt noch. Ringel und Zipperl, ha. Huh? Ah, schade, das ist auch zerstört, also... Auf jeden Fall habe ich irgendwas aufgesammelt schon. Power Boost X. Ich schätze mal, das ist einfach Multiplier der X. Was ist das denn? Was ist das echt? Ist das ein Habitat? Ah ja, jetzt sehe ich den Kopf erst. Meine Güte, das hat erst komisch, ganz komisch ausgeschaut von hier. Alter Psiao, stark. Holy shit. Okay, das ist mal eine super Edition zum Team. Und das super kann ich Schutz plus. Items, kann ich mich das mal anschauen, bitte? Schutz plus. Wird im aktuellen Dungeon Item verwendet, erhöht sich die Verteidigung leicht. Okay. Gebe ich mal Seso Kids dann. Oder habe ich das bisher auch gegeben? Egal, ich weiß es nicht. Schade, das können wir nicht nehmen. Hier sind viele Pokémon am Schlafen. Ich gehe nochmal einen Schuss weiter, weil ich möchte hier das Hero-Keks ein bisschen ärgern. So, können wir. Jawohl. Wir brauchen ein bisschen XP, um zu leveln natürlich immer wieder. Und wir können mal auch gucken, was hier sonst noch so gibt am Glitzerberg. Speichergerät, habe ich tatsächlich eins. Effektivschlag. Was macht das denn? Ich muss jetzt bei jedem gucken, was das macht. Das wird den Ringelschmuck und die Volltrefferquote von sehr effektiven Attacken des Trägers wieder erhöht. Aufstecken. Ich weiß nicht, wem was gehört. Ah, ich glaube, das ist von Kindwurm. Hallo. Psiao. Oh oh. Gut, Regen, gemerkt ist ja. Das war knapp. Frage ja, Bäre, okay, ich brenne, das ist natürlich nicht so super. Habe ich eine Frage ja, Bäre, das ist meine Frage. Das ist echt doof, wenn ich ehrlich bin. So. Habe ich eine Frage, ja, Bäre? Ich glaube nicht, oder? Das ist das Doofe. Natürlich nicht. Warum sollte ich? Okay. Wir brennen. Okay, verlieren aber nicht immer Schaden. Wow, dann 12 gleich auf einmal. Holy shit. Typendurchsetzer? Das hört sich sehr interessant an. Was kann das denn? Bewegt das Attacken ist auch bei Typen Nachteil wirken. Okay. Das nehme ich dann natürlich gerne.
Wow, wie viel Schaden ich jedes Mal bekomme. Hä? Alter, ich möchte gerne am liebsten Erstarrorb. Das ist schon mal gut. Falls wir hier irgendwie... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Im Kampf ist das echt ein Nachteil, wenn ich hier brenne. Mal gucken, ob wir bald mal den Ausgang finden. Auf jeden Fall nicht schlecht. Heuler, natürlich, warum denn nicht? Oh Gott, das gibt gleich ein Schlachtfest hier. Kommst du ja auch, hilf mir mal. Nice. Ich möchte auf jeden Fall noch... Oh Gott. Ich möchte auf jeden Fall Metallklau hier aufwerten ein bisschen. So, sehr schön. Metallklau wurde aufgestuft. Das ist ganz doof. Das ist echt ganz doof, was hier abgeht gerade. Es scheint, dass ich hier Aquaknarre voll halber einsetze. Was, das Mackey lebt noch immer? Oh, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich irgendwie einen Belebersamen brauche. Oh Gott. War ein bisschen knapp hier und dieser Kitz brennt auch noch. Komm, sehr schön. Ja. Oh Gott, wir brennen beide. Nicht gut. Aber hier muss der Treppenraum sein. Oder? Ist hier in der Mitte noch ein Treppenraum? Nö. Oh Gott, das Ganze drüben dann. Mist. Okay. Psiau, Psi-Stall bitte. Psiau, Psi-Stall bitte. Dankeschön. Soll ich denn da Zweigexperte? Ah, komm. Ich kann irgendwer anders von euch tragen. Okay, es muss da echt ganz rechts drüben sein. Oh Gott. Gut, dass du getroffen hast. Okay. Jetzt chillt mal alle. Hier ist so Kids. Das ist Essen. Holy shit. Was ist das denn? Stärke plus Y. Okay, es ist doch... Stecken wir das mal hier ein. Ah, dank Stärke plus und Y haben sich die Genauigkeit von Attacken erhöht. Also X und Y zusammen wird quasi... ist quasi Aufwertung. Okay. Gut zu wissen. Das ist quasi wie Plus- und Minuspol. Gut zu wissen. Autsch. Metallklaue. Das ist tatsächlich eine... Okay, Psiau hat kein Ding mehr. Das ist natürlich Mist. Da, weil du Geduld einsetzt, platziere ich mich mal anders. So. Und werde mal Aquaknarre. Oh, das war 1 zu wenig. Damn. Egal. Und Aquaknarre wurde aufgegradet. Und Mediti wurde besiegt. Sehr schön. Kann ich bitte jetzt endlich den Raum finden mit der Treppe? Das wäre sehr schön. Dankeschön. Puh. Okay. Wir sind weiter. Glitzerberg Ebene 3 nach 9 Minuten. Wow. Ich bin entzückt. Effektivschlag. Hat die Volltrefferquote bei sehr effektiven Attacken. Dann gebe ich es mal dir. Psiau oder wie auch immer. Wer das jetzt trägt. Meditation. Metallklaue. Mehr Metallklauen. Mehr Metallklauen. Mehr Metallklauen. Sehr schön. Oh Mann. Ich brauche 4 Hits für einen so ein Pokémon hier. Das ist schon zäh. Früher waren das maximal 2. Ah, der Attack war noch stärker von denen. Wie kommt vor? Damals war es eher, wir konnten weniger einstecken, aber wir hatten, ja, dann geht halt mal woanders hin. Warum auch immer. Jetzt gerade gemacht habt, aber gut. Schutz.
Okay, ich glaube, die Taktik hat es umgestellt von letztes. Egal. Ich schreibe mal die richtige Taktik auf am besten. So, Eiszahn. Ah, Capuno ist eingefroren. Capuno leidet keinen Schaden. Es ist echt so, sobald das eingefroren ist, ist kein Schaden. Nimmt, das ist natürlich doof. Aber gut, Drachenwut. Oh Mann. Alter Falter, also das ist schon böse hier teilweise, was hier abgeht. Ich habe einen Hunger, ja, das stimmt. Zurokeks hat etwas aufgelesen. Und die beiden kommen hier mir entgegen wahrscheinlich. Mehr oder weniger. Ja. Okay, muss ich mal hier weitergehen. Was mache ich gegen dich denn, Kollege? Aquaknarre. Mir fällt jetzt nichts besonders ein. Fußkick. Ja, ich sollte eine Siedelbeere verwenden. Habe ich denn eine Siedelbeere? Jetzt muss ich einen weiteren Weg nach vorne gehen. So, ich glaube, das ist... Ich nehme mal eine Siedelbeere. Aber die Pokémon sind hier auch mal erstarrt, also das ist schon mal gut. So. So, ich will zum Ding hier. Kam schon, mir ist egal, was jetzt passiert. Weil es hält eh doch alles aus. Ich will hier einfach nur durch. Ja, weitergehen. Okay, gut. Glitzerback Ebene 5. Okay, wir müssen definitiv trainieren. Und wenn wir trainieren, müssen am besten hierher kommen. Okay. Es ist schwindelig vor Hunger. Tatsächlich. Ist das doof. Salbenschutz. Geh ich hier mal. Und es dann noch ein Item in folgt von einem Apfel. So. 50 Magen macht es nur. Naja, gut, es geht. Okay. Y und Bam. Okay, das haben wir natürlich nicht bekommen, aber. Macholo. Chill mal. Bitte. Hab Mitleid. Mit meinem Moveset. So. Das war sehr nice bisher und der Apfel hat uns sehr gut getan, dass wir ihn wieder aufgesammelt haben. Finde ich also eine gute Idee, dass wir den Apfel mitnehmen und ich bräuchte hier auch noch ein Wonderteil. Das wäre super. Können wir sowas bekommen? Jawohl. Wunderfeld. Kann ich die anderen dazu auch noch bringen irgendwie? So, jawohl, wir haben alle drinnen. Sehr nice. Dann gehen wir mal wieder zurück. Okay. Sind wir alle Status los und sind wieder quasi Mediti. Komm her und fang dir deine Aquaknarre ab. Und dann die Metallklaue. Metallklaue. Kratzer, weil du sowieso Scanner hast. Okay, gut, dass Schutz nur mal eine Runde hält. Früher war es ja so tatsächlich, dass viele Attacken sehr, sehr OP waren. Infolge von Schutzschild. Und tatsächlich auch Raumattacken und insbesondere Hitzewelle. Das war sehr OP. Zur damaligen Zeit. Also naja. Das war immer ein bisschen doof. Und anscheinend ist das jetzt ein bisschen gefixt. Was machen wir mit dir? Ich hoffe auf den Angriffsboost, jawohl. Und nehmen dann mal hier das mit. Den Angriffsboost. Und finde Psiao, das hättest du nicht tun sollen. Und wir machen die Finte. Oh, sehr schön. Oh ja, das macht jetzt ordentlich Damage. Ah, das auch. No risk, no fun. Jawohl. Effektivschlag. Sehr effektiv im Attacken aufstecken. Ersetzen durch Typendurchsetzer. Ja, ich... nicht. Ich nehme das nicht. Nicht heilen. Okay. Ich werde mich schon selbst heilen irgendwie.
Ist wieder ein Habitacker, meine Güte. Okay, das ist gut. Hier ist schon mal. Und Eiszahn. Kann ich tatsächlich den Eiszahn über die Ecke nicht treffen hier? Habitak wurde nicht getroffen. Tatsächlich nicht, anscheinend. Aber gut, Hubex steigt auf Level 10. Was mittlerweile sehr gut ist. Und natürlich, Willi wird natürlich nicht steigen dadurch. Und Willi ist halt quasi unterlevelt. Was doof ist. Aber naja, was hilft's. Ich gehe mal hier hoch. Hier scheint mir noch ein Raum zu sein, den ich übersehen habe. Oder auch nicht. Naja, wie auch immer. Okay. Ich nehme mal an, wir sind gleich durch hier auch. Das heißt, ja, ich möchte jetzt kein Elixier mehr nehmen. Ich glaube, es sind noch ein, zwei Ebenen und das halten wir auch ohne Akku-Knarre aus. Habe zack, wurde nicht getroffen. Ah, doch, geht doch. Meine Güte. Hier ist also nix. Dann muss der Raum wieder mal im letzten sein. Und zwar hier. Jawohl. Das war doof. So. Sind wir durch? Ne, noch nicht ganz. Okay. Gut zu wissen. Das wird wahrscheinlich dann 7 haben. 7 oder 10. Komm, wir essen nochmal einen Apfel. Am besten. So. Gut. Mazuru kriegt Mini-Belebersamen auf. Müssen wir fast finden, aber mit unserem Glück finden wir die Treppe sowieso nicht gleich. Schadensrevanche? Nee. Einschüchterer. Ja, komm. Bisher ist ziemlich einschüchternd. Muss man ja zugeben. Und hier sind die Treppen. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, wir werden hier weiter gucken nochmal. Die Habitak gehen mir auch ziemlich auf den Keks, tatsächlich. Wegen den ganzen Heuler. So. Habitak ist eingefroren. Finde ich gut. So. Also ist tatsächlich klüger. Tatsächlich dann wahrscheinlich keine. Also, wenn ein Pokémon eingefroren ist, einfach wegzulaufen. Weil man kann es anscheinend eh nicht angreifen. Also, was soll es quasi? Gut zu wissen. Oh, der ist doof. So, komm her. Wir machen jetzt bei dir eine Metallklaue. Jawohl, Angriffsboost, sehr schön. Und dann Kratzer. Das ist doof auch wieder, wenn wir immer den quasi den Angriffsdefizit haben. Ja, liegen lassen. Aber wir springen drüber da. Okay, ist auch ein netter Effekt. Erstmal runter hier dann. Weil ich gehe immer gerne dann in den Süden, wenn hier nichts ist. So. Fragia-Beere, die hätten wir vorhin gebraucht. Urix bekommt langsam etwas Hunger. Komm her. Crit, jawohl. Und Kratzer. Scanner, ja, sollst du halt. Kratzer, bitte. Kratzer. Dankeschön. Tauschen mit. Ich mal so ein Chaos Orb. Ja, wir haben ja schon einen. Ich weiß, es ist zwar vielleicht ein bisschen doof, wenn wir jetzt ein Chaos aber einfach liegen lassen. Aber ja, gut. Ich glaube, Zinelbeere ist wichtiger. Ja, ich hoffe, dass ich hier bald rauskomme, weil dieser Dungeon ist richtig groß. Wenn ich ehrlich bin. Okay, das eine geht weit, das eine geht hoch. Ja, gut. Natürlich triff ich nicht. Was soll es denn auch sonst sein? Könnt ihr mir da hinten mal helfen? Wäre nett. Fuck, das war doof. Ah, das war cool, so. Weißt du was, ich esse jetzt einfach mal so. Weil bringt jetzt zumindest ein bisschen Hunger. Wieder zurück. Hier ist auch die Treppe. Gehen wir mal so und... Sollten wir durch sein? Nee! Finden wir tatsächlich nicht.
Okay, dann essen wir noch einen Apfel. Naja, was willst du machen? Wir kommen aber uns mit unserem KP klar, gesagt. Mankey kann uns hier mal gerne an den haarigen Balls. Oder auch nicht. Ja gut, dann kommt mir nach. Absiao, warum? Warum haust du ab? Absiao, wenn Psiao, dann kommt Psiao zurecht. Außer gegen einen Zoro-Keks, das wäre ein bisschen doof. Aber naja, das hilft's. Natürlich gegen Zoro-Keks, was denn sonst? Psiao, geht's? Ich habe ein bisschen Angst, dass hier was passiert, deswegen, Xiao kann gerne mal eine Sinelbeere haben. Und ich, habe ich glaube ich auch schon mal anders gesagt, die KP steigen plus 10, es wird aufgefüllt komplett um plus 10, die KP, also das ist ja auch immer eine schöne Sache anscheinend. Kratze wurde abgegradet quasi, das ist schon mal gut. Energiefokus. Also ein Crit könnte jetzt bald mal kommen, wenn du mich triffst, aber... Mit DT. Gut. Okay, ich bin... verwirrt. Ich muss quasi einfach nur als... Ding herhalten. Gut gemacht. Ich habe tatsächlich geschafft, den... Elixier aufzuheben. Okay, hier ist nix. Dann mal. Nice. Ja, das wird eh nix. Da passiert ja nix. Nice gemacht, Psiao. Easy. Da sollten wir eigentlich hier ohne Problem runterkommen. Konfusion wurde aufgestuft. Psiao farmt fleißig XP für uns und hier ist nix Besonderes. Das heißt, wir müssen erstmal hier zurückgehen. Was relativ doof ist. Aber Psiao hat uns die Treppe gefunden, tatsächlich. Okay. Der Angriff wird von Psiao. Habe ich gesagt, bin Schnabel. Sehr gut gemacht, Psiao. Ich hoffe. Ah, wir haben uns wieder gefunden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir wissen ja jetzt durch dich, wo die Treppe ist. Und die ist hier. So. Da sind wir im Glitzerberg Stufe L9. Tauschen gegen einen. Was ist das? Dann springen wir weiter. Komm, den brauchen wir nicht so wirklich. Ich bekomme langsam Hunger wieder mal. So, Glut. Ich glaube, ich gehe mal so ran an das Ganze und werde Kratzer einsetzen. Ich hoffe, ich bin bald durch, weil sonst ist eher doof, weil ich fast keine AP mehr habe, generell gesehen. Muss ich tatsächlich ein Elixier noch verwenden, aber wenn es ist, dann ist es halt so. So, jetzt habe ich da auch 0 AP quasi. Noch immer. Wow, es war wieder ewig knapp, aber hier sind die Treppen, Gott sei Dank. Wir können hier weitergehen und sind tatsächlich durch. Boah. Hui, das war knapp. Wir sind ganz schön weit gekommen. Was denn mit... So, hier entlang. Ah, ist ein erster wieder. Krass. Ich bin nicht gedacht. Ist das etwa... Wir haben ein Skizzel vom Glitzel von Glitzelberg, ja, genau. Seht mal darüber. Sind das. Die Fahnen. Das sind 2 Stück. Das bedeutet. Wir sind Erster hier. Und wir beide haben den Dungeon geschafft. Yay. Sind wir zu, dass wir da schnell zurückkommen? Natürlich mit der Fahne. Okay. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir können nur gratulieren. Tolle Leistung. Team Duper, guck mal da, Z, super. What?
Es war doch ein Hoch auf leere Gucken oder X, oder? Egal. Einer meiner. Gratuliere doch jedenfalls. Ganz toll. Ganz toll. Suzuki Psiao und Huex. Ging es das zu? Ah, die sind doch hier. Ich dachte schon kurz, wo sind die denn? Warum gibst du eigentlich immer mir die Schuld? Weil du so mega nervig bist, Alter. Ich kann mich nicht immer konzentrieren, wenn du im Start bist. Und irgendwelche gefährlichen Orte an. Meine Güte, hä? Wenn man Abenteuer erleben will, gehört das eben wohl dazu, oder? Um das Ski gegangen und dachte, ins Dungeon zu kommen. Na, na. An euren Teamgeist müsst ihr noch fallen, wenn ihr vorkommen wollt. Sag mal, hat es euch beiden überhaupt nicht zugehört? Immer muss ich bei den solchen Unruhestiften herumschlagen. Hm. Alle herhören, seht bitte zu, dass ihr nicht so werdet wie die beiden. Wir kommen von mir nachher noch ein paar extra Aufgaben. So, dann dreht es heute vorbei. Ihr könnt nach Hause gehen. Korall. Nach dem Unterricht. Auf Wiedersehen, Frau Ohrdurch. Auf Wiedersehen. Seid vorsichtig auf dem Heimweg. So schreit nämlich Ohrdurch. Frau Ohrdurch, peppeln Sie mir wieder auf, wenn wir dann schon umkippen. Bitte sagen Sie schön. Ja. Na, hör mal. Das ist doch nichts, worauf du dich freuen solltest. Soll ich dich etwa mal in gruseligen Dungeon mitnehmen? Das ist gar nicht lustig. Wirklich? Jetzt ist er mich nämlich sicher fühlen. Jetzt ist aber Schluss damit. Die beiden machen alles und jenen, finde ich witzig. Das kleine Machos. Hm, Huex? Gehst du heute allein nach Hause? Wo ist denn Willi? Ist sie schon gegangen? Verstehe. Kannst du mit uns zusammen gehen? Gehen wir schon nicht mehr gemeinsam? Heute früh seid ihr auch zur Schule gekommen, oder? Dabei habe ich bisher so gut verstanden. Hm? Hätte deine Unterhaltung? Oh, du hast ja gesagt, dass die einander manchmal Schwierigkeit bereitet. Puh. Verstehe. Andermal ist der Bestwille nicht lange trüb sein. Oder hat sie diesmal noch stärker zu Herzen genommen? Hm. Verstehe nicht, was du zu ihr gesagt hast. Du warst so gesehen ja nicht falsch, Huex. Ah, ich meine, was du zu ihr gesagt hast. Okay. Vielleicht war er nur ein bisschen zu ehrlich. Aber manchmal kann sie schon sehr falsch sein und zieht einen irgendwie mit ihre Probleme rein. Hm, was war das denn? Du willst wissen, was wir von Willi halten? Also, es ist nicht so, dass wir sie nicht mögen würde, aber sie ist immer fröhlich und es macht Spaß, etwas gemeinsam zu unternehmen. Ich kann echt sagen, dass sie. Ich kann es echt nicht sagen, dass ich sie nicht mag. Ja. Aber ihr, ich mag ein gefälliges. Oh, genau. Meine Güte, ich kann die Stimme teilweise nicht halten. Bäh. Was soll ich machen? Egal. In so machtgefährlicher Situation. Du weißt schon, es ist ja immer so erwachsen fernbleiben. Also sagt, es ist das Abenteuer dumm, nur wenn man etwas schief geht, ne? Also Viscora hat auf jeden Fall genug von ihren Eskapaden. Ich kenne selbst im Grunde nichts gegen sie, aber manchmal übertreibt sie es einfach. Da bleibe ich dann lieber auf sicheren Abstand. Hm, verstehe. Sie ist weggegangen, bin ich immer aufgefallen, aber anscheinend ist Willi gar nicht so eng mit den anderen befreundet. Hm. Ja. 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 Gut. Das war Pokémon Super Mystery Dungeon für heute. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Spielt schon brav weiter.